Windows 11 ist da. Microsoft hat ja vergangene Woche Windows oder Microsoft Windows 11 angekündigt. Zuvor sind ein paar geleakte ISO-Versionen von Windows 11 ja, herausgekommen, wo Microsoft sich so ein bisschen gegen gewehrt hat. Doch jetzt gibt es einen offiziellen Weg, wie man an Windows 11 kommt und wie man Windows 11 schon mal testen kann. Und das Ganze zeige ich dir jetzt hier. Ich hatte nur noch mal die Microsoft-Seite aufgerufen, ne, was es alles gibt und was es alles, ja, was uns alles irgendwie erwartet. Aber alles das in einem anderen Video oder in dem offiziellen Microsoft-Livestream, den sie letzte Woche gepostet haben, verlinke ich dir hier oben. Viel wichtiger ist, ganz, ganz unten stellen sie sich selbst die Frage, wie kann man das Ganze installieren? Und das Ganze kann man installieren über das sogenannte Windows Insider Programm. Ich habe dafür natürlich was vorbereitet und wir werden das Ganze jetzt einfach mal selber ausprobieren, ob wir auf Windows 11 mit dem Windows Insider Programm kommen. Deswegen hier eine ganz normale virtuelle Maschine, die ist komplett blank. Ich habe hier nichts Großartiges vorbereitet, die ist installiert, hat zumindest die letzten Updates bekommen und wir, ja, registrieren uns jetzt einfach mal für das Windows Insider Programm. Ich glaube, dafür genau hier Einstellungen für das Windows Insider Programm kann man hier einfach aufrufen und dann kann man schon sagen, los geht's. Etwas hat nicht geklappt. Die Kommunikation mit dem Dienst ist momentan unterbrochen. Versuchen Sie sich später erneut. Das ist ja schön. Die Fehlermeldung gibt es natürlich, wenn man ein Windows benutzt, was einfach nicht aktiviert ist. Einmal aktiviert, neu gestartet und schon bekommen wir auch folgende Fehlermeldung angezeigt, dass wir halt eben die Diagnose- und Feedback-Daten oder die optionalen Daten aktivieren müssen. Ne? Das tun wir auch. Wechseln Sie zu den Einstellungen Diagnose, um optionale Diagnosedaten zu aktivieren. Machen wir. Damit wählen wir jetzt hier den Punkt an, optionale Diagnosedaten. Das Ganze ist auch schon jetzt automatisch aufgerufen und wir suchen wieder nach dem Insider-Programm und versuchen das Ganze jetzt nochmals zu aktivieren mit einem Los geht's! Laden. Jetzt müssen wir natürlich unser Microsoft-Konto verknüpfen, also in dem Falle ja mein Account hier damit verknüpfen, woher man halt eben dann ja seine Lizenz bzw. mit welchem Account man an dem Insider-Programm teilhaben möchte. Jetzt kommen wir zum Allerwichtigsten. Ihr müsst hier den Dev-Channel auswählen. Ohne den Dev-Channel bekommt ihr momentan kein Windows 11 in dem Beta-Kanal und Release-Preview-Kanal, bekommt ihr halt eben momentan noch kein Windows 10. Zumindest habe ich es deutlich auf mehreren Seiten erstmal gerade so gelesen. Viel wichtiger ist, also bekommt ihr es nicht angeboten, viel wichtiger ist, dass ihr hier oben Dev-Channel auswählt. Nur dann bekommt ihr momentan, das ändert sich natürlich mit der Zeit, bekommt ihr dann auch Windows 11 momentan angeboten. Bestätigt ihr das Ganze? Ein besseres Windows für alle Mitwirkenden und bla 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 bla. Wir bestätigen das Ganze und müssen jetzt natürlich die Kiste einmal komplett neu starten. So, nach dem Neustart ist vor dem Neustart oder wie auch immer. Wir gehen jetzt mal zu den Updates und gucken mal, ob wir Windows 11, wenn wir jetzt hier explizit suchen, nochmal nach Updates suchen, ob wir Windows 11 jetzt auch über die normale Update-Schmiede von Microsoft angeboten bekommen. Und dann werden wir das Ganze natürlich über diesen Weg hier, ich kenne keinen anderen Weg, einfach mit installieren. Momentan hat er hier nur irgendwelche Defender-Updates gerade eben bekommen. Wir warten mal, ob wir jetzt gleich noch weitere bekommen. Ich sage nochmal nach Updates suchen. So, nachdem ich jetzt dreimal dann doch nochmal auf jetzt neu prüfen geklickt habe, ich wusste, dass es nicht anders gehen kann, bekomme ich dann doch jetzt hier die Windows 11 Insider Preview in der Version 10.0.22.0.0.0.51 Co-Release angezeigt. Ich werde das Ganze jetzt einfach hier laufen lassen und dann melde ich mich gleich natürlich wieder, wenn das hier durch ist und wir die ersten Restarts machen. So, ich muss gestehen, mal wieder eine ganz typische Microsoft-Installation. Ihr seht, das hat jetzt gedauert, oder ihr seht es, glaube ich, nicht, fast 40 Minuten. Und ich habe extra hier den Task Manager aufgemacht. Er macht einfach minutenlang nichts. CPU dümpelt vor sich hin, Datenträger macht nichts, weder dass er noch irgendwas herunterlädt. Es steht nur Installation und es hat jetzt echt 40 Minuten gedauert, in denen ihr vielleicht 7, 8 Minuten irgendwie Bambule getan hat, also unglaublich. Egal, das Update ist da. Wir bekommen hier auch so eine tolle Meldung. Neustart, um das neueste Windows-Funktionsupdate zu installieren. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt noch dauert. Hier steht jetzt auch in dem Fenster Neustart ausstehen. Wollen wir jetzt auch gerne einfach machen. Ne, da kennen wir es natürlich, wird wahrscheinlich sein, wie bei einem großen Windows-Update, dass wir da jetzt natürlich ne, drei Neustarts sehen, irgendeine Prozentanzeige, wo irgendwelche Updates weiterhin durchgeführt werden und wir nicht wissen, was passiert. Aber gut, das ist ja heute ganz normal. Wir werden uns jetzt einfach mal abwarten, mal sehen, wie lange das dauert. Hier haben wir es jetzt 0%. Ich warte ab. Ihr bekommt das Ganze natürlich ein bisschen übersprungen und in schnell. Jetzt bin ich in dem typischen
Update-Pfad irgendwie drin, den kennt man vielleicht, sieht aber ein bisschen anders wieder aus, muss ich sagen. Läuft jetzt gerade vielleicht mal ein paar 30 Sekunden vielleicht hier. Ich dachte mir, ich zeige es euch zumindest mal, dass die Installation ein bisschen anders aussieht. Fortschritt ist auch zumindest zu sehen, aber einfach mal abwarten, ein paar Mal Neustart wird mit Sicherheit noch kommen. Das ging jetzt gerade echt noch verflucht schnell. Also wirklich, das war jetzt gerade 3 Minuten, bis die ja wirkliche Installation durch war. Und wir sind hier im Willkommensscreen von Windows 11. Okay, mein Account ist da, PIN und sowas hat er auch noch alles behalten. Wir loggen uns jetzt mal ein, um einfach nur erstmal zu sehen, ob Windows 11 jetzt wirklich, ja, Windows 11 ist, das, was wir jetzt schon in der Preview mal gesehen haben. Dafür hat jetzt der Login-Prozess hier ein paar Minuten gedauert. Ihr dürft euch nicht wundern, warum das alles hier so groß ist. Ich habe es für euch im Video ein bisschen mehr oder ein bisschen größer gestellt, damit ihr auch alles erkennt. Das ist normalerweise nicht so riesig von den Buttons her. Aber das Ganze sieht gut aus. Windows 11. Wir gucken jetzt nochmal in System rein. Das Einzige, was ich sehe, ich glaube, er hatte, ne, jetzt ist doch Deutsch. Ich hatte nämlich eben schon mal kurz gesehen gehabt, dass er manche Teile noch auf Englisch hatte in der Preview-Version. Wir gucken jetzt einfach mal hier rein. System Info, Windows 11. Pro in dem System Build 22.0051 Windows Feature Experience Pack 421. Schieß mich tot. Also, Windows 11 ist somit installiert über die Windows Insider Preview Version. Probiert euch doch einfach mal aus. Wenn der Prozess sich ändert, kommentiert bitte dieses Video. Im nächsten Video gucken wir einfach mal, ja, was tut sich hier? Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, weil da sollten jetzt ja auch ab sofort regelmäßig Updates kommen und das Ganze, ja, sollte weiterleben, bis wir irgendwann bei einem Build sind. Ja, was? GA-fähig, also General Available fähig ist. Aber ich denke mal, dahin wird es noch ein paar Monate dauern, obwohl angekündigt ist, 2021 soll noch Windows 11 offiziell kommen. Wie und in welcher Form ist noch, ja, closed, wissen wir noch nicht, aber Windows 11 soll angeblich noch dieses Jahr kommen. Bis dahin, macht es gut. Vielen Dank für dieses Video. Ne, vielen Dank für dieses Video. Vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Kanal abonnieren, nicht vergessen, Daumen hoch und macht's gut. Bis dann, ciao. Thank you.